Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu diesem dritten Umzugsvlog. Ich glaube, es ist schon Nummer 3. Heute bzw. morgen haben wir einiges vor. Also ich werde euch die nächsten 3 Tage auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mir jetzt gerade hier mein Frühstück gemacht und zwar eine Smoothie Bowl mit allen möglichen Tiefkühlfrüchten, die wir noch im Kühlschrank hatten, weil der wird nämlich gleich entstöpselt. Den werde ich gleich komplett leerräumen, waschen und ihr seht, da sind noch jede Menge Magnete dran und die Mikrowelle, die steht noch oben drauf. Das machen wir heute alles. Der wird nämlich morgen abgeholt. Der gehört nicht uns, der gehört dem Government. Für alle Neuen, die ihr jetzt gerade neu eingeschaltet habt, wir ziehen alle Nase lang um wegen der Arbeit meines Mannes, der arbeitet im Militär und deswegen, das ist nicht unser Kühlschrank. Der ist aber schon so gut wie leer. Ich habe nämlich jetzt gerade die letzten Früchte aus der Tiefkühltruhe mir hier ins Frühstück gepackt. Ich habe mir gestern schon so eine leckere Bowl gemacht. Ich esse nur immer viel zu langsam. Ich hatte dann am Schluss eigentlich mehr so Heidelbeersuppe als alles andere. Das ist einfach nur eine Banane drin, also eine Tiefkühlbanane in diesem hier. Gestern hatte ich eine frische Banane benutzt. Eine Handvoll Tiefkühl-Erdbeeren und Heidelbeeren. Und dieses Mal habe ich auch noch ein paar Pfirsiche dazu getan. Getoppt habe ich das mit Kakaonips, mit Mandelbutter und mit Kokosflocken. Ich habe mir auch heute Morgen schon meine Bücher zurechtgelegt. Die werde ich alle mitnehmen. 2 davon kommen in den Koffer und 1 mit in den Flieger, denke ich. Wir wollen nämlich jetzt auch am Samstag anfangen, unsere Koffer zu packen. Und da werde ich euch auch so ein bisschen zeigen, was ich so einpacke. Sonntags werde ich dann das Video schneiden, damit ihr das am Mittwoch, also als heute, gucken könnt. Weil das haut uns alles zeitlich nicht hin, weil am Montag die Möbelpacker schon kommen. Und dann sind wir Montag und Dienstag mit Packen der Sachen beschäftigt und am Mittwoch mit dem Putzen des Hauses eine Schlüsselübergabe und dann wird das alles nicht hinhauen. Aber ich werde jetzt ganz schnell nochmal Frühstück hier essen. Das werde ich genießen und dann fangen wir an, würde ich sagen. Bevor wir den jetzt auf jeden Fall erstmal entstöpseln, müssen wir den leer machen. Und zwar ist hier einfach nur noch so einen kleinen Tiefkühlkuchen drin. Den werde ich jetzt auftauen, den werde ich mit den Kindern teilen heute Nachmittag. Die Kühlakkus kommen übrigens in den Eimer ins Bad erstmal. Und dann müssen wir hier noch umräumen. Ich habe jetzt schon, soweit ich kann, alles aufgebraucht, was ich nur aufbrauchen kann. Hier ist alles leer. Hier ist alles leer, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ein paar Soßen, die man jetzt fürs Wochenende vielleicht noch so braucht. Und hier haben wir noch ein bisschen Bananenbrot über. Das kann man heute auch noch essen, so zum Snack für zwischendurch. Ein bisschen Butter, ein bisschen Marmelade, Hefe. Ich glaube, da werde ich nachher auch noch ein Brot backen. Ich habe gestern nämlich auch so ein Haferflockenbrot gebacken und das war richtig gut und ist schon über die Hälfte weg. Ich denke, ich werde am Wochenende auf jeden Fall noch ein Brot backen oder 2 und dann werden wir die mit ins Hotel nehmen. Hier haben wir ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse. Das muss auch nicht unbedingt zwingend in den Kühlschrank. Das ist auch okay, wenn ich das mal so 1-2 Tage draußen stehen habe, denke ich, ist nicht so dramatisch. Und das, was drin ist, werden wir jetzt von diesem Kühlschrank aus in diesen kleinen Räumen. Zumindest hoffe ich, dass ich da Platz drin habe, weil der ist halt auch nicht ganz leer. Und dazu würde ich dann jetzt mein neues Hörbuch hören. Das habe ich angefangen. Die Liebe ist ein Trampeltier. Ist auch bisher richtig lustig. Das höre ich dann jetzt, während ich den Kühlschrank umräume. Was für die Umwelt zu tun? Na prima. Der Kühlschrank, der ist jetzt auf jeden Fall leer. Der muss jetzt erstmal warm werden. Der Kühlschrank wird ja normalerweise kalt, aber in dem Fall muss er jetzt erstmal ein bisschen warm werden, damit ich ihn dann sauber machen kann. Ich habe es auch tatsächlich geschafft, die meisten Lebensmittel hier in diesen kleinen Kühlschrank reinzustopfen. Fragt mich nicht wie. Und zwar ist er einfach mal wirklich bis unter das Dach komplett voll.
Ja, mal dann die Joghurts, die Marmelade, Zitronensaft, den braucht man nämlich für heute Abend, weil ich mache nämlich heute Abend den Fisch, der da oben auftaut, den Kombucha, den habe ich noch da oben reingequetscht. Die Getränke habe ich jetzt rausgeholt, den Kombucha, den trinke ich dann heute noch auf jeden Fall, den werde ich mir gleich in ein Glas gießen. Den Energy-Trink, den gönne ich mir vielleicht heute Nachmittag, ich glaube, ich werde den heute echt brauchen. Aber ja, den habe ich geschafft, der ist voll, der hier ist leer. Und auch ganz nackig, ist man gar nicht gewöhnt. Ich hatte ja überall so Magnete. Ich mache jetzt eine Kombucha-Pause. Ich wollte jetzt heute eigentlich gar nicht mehr einkaufen gehen. Ich hätte jetzt wirklich null Bock gehabt, eigentlich mich von der Couch zu erheben, nachdem ich den ganzen Vormittag, ungelogen wirklich den ganzen Vormittag, den Kühlschrank geputzt habe. Aber mir ist aufgefallen, ich habe kein Spüli mehr. Ich habe nämlich heute Morgen auch noch gespült. Und ich habe so einen Riesenberg Spüle gehabt, weil ich halt auch diese Küchenorganizer und alles spülen musste. Und mir morgen auch diese Smoothie Bowl gemacht habe. Und der Ninja, der musste ganz dringend gespült werden, also der Mixer. Und deswegen musste ich jetzt doch gezwungenermaßen einkaufen, weil ich morgen früh nicht weg kann. Also morgen früh zwischen 7:30 und 12:00 kommen die den Kühlschrank holen. Und dann hätte ich rein theoretisch die Spüle von heute Abend und von morgen früh und mit viel Pech auch noch vom Lunch morgen einfach mal so überall in der Küche stehen, weil ich habe ja keine Spülmaschine. Deswegen, ich habe ganz dringend Spülmittel gebraucht. Ich habe da hier diesen Frosch mitgenommen. Der war jetzt nicht gerade günstig, aber es ist halt bei weitem wirklich einfach der Beste in Blood Orange. Die Flasche holen wir dann auch mit ins Hotel. Und da werden wir so viel aufbrauchen wie nur möglich. Ist doch nur eine kleine Flasche. Ist die einzigste Größe, die sie übrigens hatten. Ich glaube, ich habe was 2 Euro bezahlt. Und dann habe ich auch Frühstück mitgeholt für die Kinder und für meinen Mann für morgen früh. Davon kam mal 3 mit. Das sind Schokocroissants. Dann habe ich Abspültücher gebraucht, beziehungsweise fürs Geschirr abzutrocknen. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Vlog erwähnt, dass da so die nicht hatte. Und jetzt hatte unser Sign-A diese wunderschönen gehabt. Hier einmal 4 Stück in dem Muster und 4 Stück in dem Muster. Auch unsere Panda-Bärchen nicht fehlen, die mussten unbedingt nochmal mit. Da hatten wir nämlich auch nichts mehr, weil wir haben die ganzen Snacks tatsächlich leer gekriegt. Also ich bin selbst überrascht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinbekommen haben, aber das ist auf jeden Fall alles leer. Und dann habe ich mir nochmal Hafermilch mitgeholt, weil ich morgen die Mandelmilch leer mache. Ich werde morgen das letzte Mal oder das zweitletzte Mal Müsli essen, dann habe ich keine Milch mehr, deswegen habe ich mal Hafermilch mitgeholt und Bananen, das war mein Einkauf und ich denke, ich werde jetzt auch noch ganz schnell in den Family Mart fahren und mir mein Melonenbrot holen, mein Melonenpan und meinem Mann irgendwie eine Kleinigkeit für heute Abend vor dem Fernseher zum Snacken. Eigentlich wollte der Eiscreme, aber wir haben ja jetzt keine Gefriertruhe mehr. Große Kühlschrank ist ja jetzt einfach mal abgestöpselt und das kleine Eisfach im kleinen Kühlschrank habt ihr bestimmt eben gesehen im Video. Ist euch das bestimmt aufgefallen, der ist komplett zugeeist. Den muss ich dann am Sonntag auf jeden Fall abtauen. Ja, aber ich fahre jetzt noch schnell in den Family Mart. Dann fahre ich nach Hause und dann werde ich mir wahrscheinlich nur ein Käffchen machen. Und Abendessen, ja, Resteverwertung, was immer da jetzt noch so im kleinen Kühlschrank steckt.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin noch ziemlich müde. Gestern war irgendwie nicht so, also es ist nicht so gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte. Die kamen irgendwie voll spät an, die Leute, die den Kühlschrank geholt haben. Dann kamen die auch einfach mal mit einem Pickup-Truck an. Ich habe gedacht, die kämen wenigstens mit einem Minivan oder so. Aber habt ihr gesehen. Und da saßen dann hinten zwei, die den Kühlschrank festgehalten haben. Also ich habe auch gedacht, mein Schwein pfeift, das siehst du auch nicht alle Tage. Ich dachte, oh Gott. Also wenn im Kühlschrank da, wenn er runterfällt oder wenn der irgendwie einen Unfall baut, vor allen Dingen ja auch die zwei Typen dann hinten auf der Ladefläche. Also vor allen Dingen kamen die ja von einem Housing, ne? Also von einer Firma, wo man dann halt erwartet hätte, dass dann halt so ein Arbeitsfan, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der Kühlschrank weg. Mir gefällt die Küche auch irgendwie ohne Kühlschrank viel besser. Hab's mir dann auch noch schön gemacht, obwohl es eigentlich total irrelevant ist, weil ja am Montag die Möbelpacker kommen, allerdings relativ spät. Mein Mann, der hat nämlich da gestern noch angerufen, um zu fragen, wann die dann am Montag auftauchen, weil ich wissen wollte, wann ich angezogen und wach vor der Tür stehen muss. Und ja, es ist so, dass wir einfach mal vor nachmittags niemanden erwarten sollen. Wir sind die Nummer 6 auf deren Packerliste, also ich bin mal gespannt, ob die überhaupt groß irgendwie was gemacht bekommen am Montag. Weil die wirklich sehr, sehr spät dann anscheinend kommen. Also wenn wir die Nummer 6 sind auf der Liste von Sachen, wo die schon räumen müssen, dann gehe ich mal davon aus, dass die vor späten Nachmittag hier nicht auftauchen. Dann packen die vielleicht 1, 2, 3 Stunden und dann hauen die wieder ab und kommen dann dienstags wieder. Und da habe ich schon zu meinem Mann gesagt, da würde es doch viel mehr Sinn machen, wenn die vormittags, bevor die ihre erste Tour machen, hierher kommen, Kisten abladen und Bubble Wrap abladen oder Papier abladen, das zum Einwickeln der Sachen und so. Und dann fange ich halt schon mal an. Aber das Problem dabei ist halt, dass wenn dann was unterwegs kaputt geht, dann kann man halt die Möbelpackerfirma dafür nicht haften lassen. Also wisst ihr, was ich meine? Also wenn irgendwie was Teures kaputt gehen sollte oder so, dann und das selber gepackt wurde, dann bin ich halt schuld. Dann bin ich selber schuld sozusagen. Dann, ne? Ja, ihr versteht mein Problem. Deswegen denke ich mal, wird der Montag für uns relativ spät starten, was das Packen angeht. Ich werde natürlich dennoch versuchen, schon mal Sachen irgendwie zusammenzupacken, die halt nicht kaputt gehen, weil ich habe noch ein paar Plastikkisten. Und ich denke, ich werde halt auch noch irgendwie ja, Sachen schon mal aus den Schränken räumen und die auf den Tische stellen und die Counterspaces stellen, dass das alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Aber ich werde jetzt erstmal was frühstücken. Und dann muss ich und mein Mann nämlich später auf jeden Fall anfangen, Koffer zu packen. Da muss schon noch die Liste vervollständigen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, das machen wir heute auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir packen den Koffer. Ich bin mental auch gar nicht bereit, jetzt den Koffer zu packen. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen realer. Total lächerlich, wirklich. Wir fangen einfach an. Da offenbar sich mit mir zu unterhalten. Okay, also mein Koffer, der ist jetzt auf jeden Fall voll.
Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich da, weiß ich nicht, wie viel vergessen habe. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall diese Covid-Schnelltests dabei. Da habe ich ja 4 Packen dabei. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, habe ich ein paar Jumpers, so Ropers, eingepackt. Hier unten drunter sind dann auch noch T-Shirts, das habt ihr eben gesehen, die rolle ich da immer so auf. Also es ist alles jetzt auf jeden Fall in diesen Organizer drin, weil wir jetzt erstmal aus dem Koffer leben müssen. Und ich hasse das immer, wenn man da die Sachen einpackt, den Koffer dann halt so senkrecht hinter sich herzieht und alles rutscht dann runter. Hier, das ist jetzt nicht ideal gewesen, das war eher so ein Storage für den Schrank, aber es tut seinen Sinn und Zweck. Habe ich jetzt Unterwäsche drin, also Socken, BHs, Schlafanzüge, jede Menge Tops. Unten drunter habe ich noch ein paar Shorts, was ich jetzt allerdings noch irgendwie reinkriegen muss. Ich weiß nur nicht, ob es dann nicht eventuell zu schwer wird, weil ich glaube, wir dürfen bis zu 30 Kilo mitnehmen, weil wir halt umziehen und nicht nur auf der, nicht in Urlaub fliegen oder so. Wir dürfen dann halt ein bisschen mehr mitnehmen. Deswegen muss ich den nachher auf jeden Fall mal noch wiegen, nicht, dass er doch zu schwer ist, weil eigentlich müssten noch 2 Jeans obendrauf und noch mindestens ein Workout-Outfit, weil ich habe jetzt hier nur 2 Sport-BHs und 2 ganz kurze Hosen zum Training und da wollte ich noch wenigstens eine mit langen Beinen und 2 Shirts zum Anziehen drauf, für den Fall, dass ich dann irgendwie mal Bock habe, joggen zu gehen oder so. Das will ich nicht unbedingt in Sport-BH und mega kurzer Hose tun. Muss ich mal gucken, aber wir holen dann noch einen kleinen Koffer mit. Vielleicht ist da dann nachher noch ein bisschen Platz drin. Aber ja, der ist auf jeden Fall voll. Was ich jetzt noch hier so reinquetsche, hier ist noch eine Lücke, seht ihr, ist noch ein bisschen Platz. Ich wollte nämlich auch noch hier diese 3 Bücher mitnehmen. The German Wife, The 7 Husbands of Evelyn Hugo, The Love Hypothesis, ich kann es in Englisch nicht aussprechen. Aber diese 3 Bücher wollte ich jetzt eigentlich mitnehmen. In Flieger kommt keines der 3. Welches ich im Flieger lese, zeige ich euch später auch noch. Und hier ist mein Lieblingsrezeptbuch. Das mache ich jetzt auch noch hier so oben drauf. Da sind meine Lieblingsrezepte drin. Dann habe ich immer direkt parat. Aber ja, das ist dann jetzt auf jeden Fall mein Koffer. Der ist fertig gepackt. Den machen wir jetzt zu. Das ist das Buch, was ich mit dem Flieger nehmen werde zum Lesen. Und dann habe ich natürlich noch ganz viele Bücher auf im Kindle. Aber die Tasche für den Flieger, ich habe auch hier schon Wollsocken, weil ich nicht die ganze Zeit über die Schuhe anhaben will. Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich noch Wollsocken, die werde ich mal ins Handgepäck packen. Und hier mein Nintendo, der Switch, der kommt auch mit für den Fall, dass mir langweilig wird. Aber was ich so in meine Carry-On-Bag tue, das zeige ich euch dann nächste Woche. Das muss ich ja jetzt noch nicht packen. Wir werden jetzt erstmal noch eine Woche im Hotel wohnen. Bin ich soweit fertig.